Woran merkt man, dass ein Veganer auf der Party ist? Da gibt's gar nichts zu merken, er sagt's ja allen. Woran merkt man, dass ein Christ auf der Party ist? Wie bitte, ein Christ auf der Party? Der könnte doch höchstens in seiner Gebetsstunde sein oder Hausaufgabenhilfe bei Flüchtlingskindern machen oder sowas, aber ein Christ auf der Party, das geht doch überhaupt nicht. Denn Christen haben keinen Spaß, sondern das sind eben Miesepeter. Der Veganer tut es sich leichter zu sagen, ich bin Veganer. Warum? Weil eigentlich nichts dran hängt. Wenn einer sagt, ich bin Christ, dann hört der, der das Wort Christ hört, der identifiziert dann mit mir sofort alles, was alle Christen jemals taten, von den Kreuzzügen im Mittelalter bis zu den Kindesmissbrauchsskandalen in unserer Zeit und dazwischen noch so ganz verschrobene, irgendwie besonders fromme, säuerliche Leute, die jeder kennengelernt hat. Paulus sagt mir, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, 1. Korinther 1, Vers 12. Denn es ist eine Kraft Gottes, denen, die gerettet werden, den Juden zuerst, aber dann auch den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und manche von uns sind geneigt zu sagen, nein, des Evangeliums schäme ich mich nicht. Aber der Christen schäme ich mich. Und das ist natürlich auch lahm. Ja? Wir können nicht so tun, wir können nicht mal so tun, als wären wir besser als die Christen damals der Kreuzzüge. Wir wissen ja nicht, was ihnen vorging, wie ihre Lebensumstände waren und so weiter. Immer wenn wir sehen, dass irgendetwas nicht gut rund läuft in Menschen, dann kann es sein, dass wir genau die gleichen Probleme haben. Deswegen ist es nicht gut, uns einfach zu sagen, ja, also gut, die das machten, das sind ja keine richtigen Christen. Der diese Christen anklagt, und Christen klagt man gerne an, weil sie sehr hohe moralische Standards haben, denen sie nicht gerecht werden. Aber das ist völlig klar. Denn das ist allgemein so, dass man seinen eigenen Standards nicht gerecht wird. Auch der, der sagte, ja, also hör mir doch auf mit Christen, da kenne ich einen, das ist so ein ganz frommer Christ, aber was der so macht, ja? Wir könnten dann fragen, ist es nicht eigenartig, dass wir Menschen unseren eigenen Prinzipien nicht treu werden? Ist es nicht eigenartig, dass wir immer weniger tun als das, was wir möchten. Geht dir das nicht auch so? Wir Christen sind nicht unbedingt besser, aber ich glaube, wir können dazu stehen, dass wir mit unseren Prinzipien nicht zurechtkommen, denn wir leben aus der Vergebung. Meine Familie und ich, wir haben die meiste Zeit meines Berufslebens in arabischen Ländern gelebt, also immer unter Muslimen in Nordafrika, im Nahen Osten, auch in Frankreich. Und man sagt unter Muslimen, also die haben ja diese Pflicht, einmal im Leben den Hadsch zu machen, die Pilgerfahrt nach Mekka. Aber es gibt ein Sprichwort, das sagt, also, wenn einer den Hadsch, diese Pilgerfahrt machte, dann lebe nicht mit ihm im gleichen Haus. Wenn einer zweimal diese Pilgerfahrt machte, dann wohne nicht in der gleichen Straße. Wenn einer dreimal die Pilgerfahrt machte, dann verlasse deine Stadt. Der Gedanke ist der, dass die frömmsten Leute nicht unbedingt die angenehmsten sind. Die sind schlimmer als die Veganer, die versuchen, uns alle zu Veganern zu machen. Die wollen eben, weil sie schon jetzt so dieses Niveau bei Gott erreicht haben, dass die anderen auch besonders strenge Muslime sind. Ich behaupte, dass Christen, dass Leute, die Jesus nachfolgen, angenehme Menschen sind. Angenehm einfach deshalb,
weil sie dankbar sind, weil sie nicht alles sich noch erwarten müssen, weil sie nicht besser sein müssen als die Nachbarn, sondern weil sie dankbar sein können für das, was sie haben. Und sie können sich tatsächlich auch mit den Christen identifizieren, die uns vorangingen, von den Kreuzzügen bis zu irgendwelchen Problemen, die es irgendwo gibt unter Christen, weil sie wissen, ja, ich selber, ich lebe auch nicht mit meinen Prinzipien. Nicht 100%. Ich kann es nicht. Aber du kannst es auch nicht. Nur ich weiß, dass ich Vergebung habe. Es gibt im Griechischen, also im Neuen Testament, im Wesentlichen zwei Wörter, die Mut bezeichnen. Eines dieser Wörter ist genau dieses, das eben von Josef von Arimathea lesen wir, dass er den Mut aufbrachte, Pilatus zu fragen nach dem Leichnam von Jesus. Ja? Dazu gehörte Mut. Ein angesehener Mann bittet um den Leichnam eines, der als Verbrecher gekreuzigt wurde. Da muss er sich mit diesem Verbrecher, mit diesem Abschaum der Menschheit identifizieren. Dazu gehört eben Mut. Das gleiche Wort sehen wir auch, wenn Paulus schreibt. Er schreibt aus Rom, aus dem Gefängnis, schreibt er an die Christen in Griechenland in Philippi. Die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Also diese Gefangenschaft von Paulus ermutigt die Leute, selber auch von ihrem Glauben weiterzusagen. Es ist ganz eigenartig. Die haben dann nicht Angst, sich zu identifizieren mit so einem Häftling, sondern sie sehen, okay, Paulus ist im Gefängnis und es bricht ihn nicht. Er ist immer noch zuversichtlich, er ist immer noch dankbar. Gerade Philipperbrief ist der fröhlichste wahrscheinlich aller Briefe im Neuen Testament. Freut euch, und ich sage euch nochmal, freut euch, ja, schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Er ist im Gefängnis und er schafft es, die anderen zu ermutigen. Und das ist eben genau das, dieser Mut, sich zu identifizieren auch mit Dingen in der Christenheit, für die wir uns schämen müssen. Natürlich schämen wir uns für die Kreuzzüge. Aber ich bin auch nicht besser als diese Christen damals, die aus irgendeiner schrägen Überzeugung dachten, sie machten jetzt genau das Richtige. Was werden Generationen nach uns über uns sagen, diese Christen, die das und das gepredigt haben, aber schaut euch an, wie weit waren sie vom Evangelium weg. Wir tun, was wir können, so gut wir es können. Dann wurden wir gefragt, wer hat immer den Mut, sich zu seinem Glauben zu bekennen? Nun, das ist sehr schwierig, denn also Mut kann man ja nicht in sich selber feststellen. Manche von uns denken, Mut sei das Gegenteil von Angst. Und das stimmt eben nicht. Sondern Mut kennt die Angst und überwindet die Angst. Wer keine Angst hat, ist nicht unbedingt mutig, der kann auch einfach doof sein und nicht wissen, wie gefährlich das ist. Aber wer Angst hat, weil er weiß, weil er die Gefahren abschätzen kann, wenn ich mich jetzt als Christ oute, dann werde ich identifiziert eben mit allem, was jemals schief lief, in allen Kirchen, überall. Wer diese Gefahr kennt und dann trotzdem sagt, ich bin Christ, der kennt die Angst und überwindet sie. Und während ich die Angst überwinde, fühle ich mich ja nicht mutig, ich weiß, ich habe Angst. Und wenn ich zurückschaue, dann merke ich auch nichts von meinem Mut, sondern ich erinnere mich nur dran, ich hatte Angst. Und ich bin durchgekommen. Aber man fühlt sich nicht mutig.
Also die Mutigen würden von sich selber nicht sagen, dass sie mutig sind in der Regel, aber man sieht es vielleicht in anderen. Und diese Sache mit dem sich zu seinem Glauben zu bekennen, da haben wir oft den Eindruck, es geht darum, möglichst jeden Menschen fromm zuzutexten. Ja, Zeugnis geben von unserem Glauben, dem am besten die ganze Dogmatik einzuflößen, was wir jemals von Kindergottesdienst bis zum Konfirmandenunterricht gelernt haben. Geht es darum, Leute zuzutexten? Ich möchte uns da einen Vers lesen aus dem Matthäusevangelium. Da sagt Jesus: Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Ich habe nach Luther gelesen. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, also öffentlich. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das ist jetzt passiv, das ist dieser göttliche Passiv, das heißt, was Gott euch ins Ohr sagt, das verkündigt auf den Dächern. Nun, wenn wir uns das so vorstellen, unsere Dächer, dann muss man natürlich mutig sein, auf diese Dächer da zu klettern, ja, so in Franken die steilen Dächer wegen der Schneelast, ja, nach dem Motto, der Dachdecker hatte Glück, er blieb mit dem Auge in einem Nagel hängen, da muss man mutig sein, aber die Dächer im Nahen Osten auch damals war nicht so, sondern es sind eben Flachdächer. Und ich habe hier die Luther-Übersetzung genommen, weil eben da steht, das verkündet auf den Dächern. Moderne Übersetzungen sagen, das verkündet von den Dächern. Das ist ein Unterschied. Bei dem von den Dächern, da stellt man sich vor, man steht auf dem Dach und ruft in die Straßen irgendwas. Das ist nicht gemeint. Es gibt in der Bibel drei Arten von Öffentlichkeit. Da ist einmal die juristische Öffentlichkeit, das ist das Tor. Also im Tor, da sitzen die Weisen, die Alten und schließen Verträge, da wird gekauft und verkauft. Alles, was irgendwelche legalen Konsequenzen hat, wird im Tor verhandelt. Dann gibt es die allgemeine Öffentlichkeit und das sind die Gassen und die Märkte. Ja, sehen wir auch, also in den Sprüchen, die Weisheit ruft in alle Gassen, ja, und lässt sich hören auf den Märkten. Das ist so die ganz allgemeine Öffentlichkeit. Und dann gibt es die vertraute Öffentlichkeit und das ist eben das Dach. Das ist noch heute im Orient. Die Dächer, da sitzen eben die Frauen und klauben Steinchen aus dem Getreide und abends sitzen dann die Männer auf dem Dach und rauchen die Wasserpfeife und plaudern untereinander. Das ist eine Öffentlichkeit, wo man sich kennt. Das ist nicht einfach irgendwer. Dieses, was ihr hört ins Ohr, das verkündet auf den Dächern. Da geht es darum, mit den Menschen, mit denen man schon Beziehung hat, mit denen man sich zu einem Bier zusammensetzen würde, auch das zu sagen, was Jesus sagte, was ich euch im Finstern sage, das sagt im Licht weiter. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, um dieses intime Verhältnis mit Gott. Wenn wir überhaupt etwas von Gott oder von unserem Glauben weitersagen wollen, zu unserem Glauben stehen, dann brauchen wir diese persönliche Beziehung mit Jesus. Dann brauchen wir diese Zeiten, wo wir wirklich ihn in unser Ohr flüstern hören. Und oft ist das in der Finsternis. Es ist tatsächlich so, dass wir manchmal mehr von Gott lernen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir ans Ende unserer Kräfte, ans Ende unserer Hoffnungen kommen, dann erfahren wir etwas Neues von Gott, dann merken wir, dass er uns trotzdem hält. Wenn wir selber versagen an unseren eigenen Ansprüchen, wenn wir mit unserem eigenen Christsein nicht fertig werden, weil wir eben doch nicht so gut sind, wie wir gerne wären, in dieser Finsternis lernen wir die Vergebung kennen.
Und von dieser Vergebung, von der Hoffnung für Menschen, die nicht so gut sind, wie sie sein möchten. Und das geht ja nicht nur uns Christen so, sondern allen Menschen, die irgendwelche Prinzipien haben. Die werden nicht fertig damit. Und was machen sie dann? Dann brauchen sie das Zeugnis von Christen, denen es genauso geht. Und die sagen können, ja, bei mir läuft doch auch nicht alles rund. Aber weißt du was? Ich glaube an einen Schöpfer, der in mich das hineingelegt hat, dass ich Gutes tun kann. Und wenn ich es dann trotzdem nicht tue, dann sagt er zu mir, ich fange nochmal neu mit dir an. Das können wir weitersagen, aber nur, wenn wir es erlebt haben. Beim Zeugnisgeben geht es nicht darum, unsere Frömmigkeit zur Schau zu stellen, sondern das weiterzusagen, was Gott uns im Finstern ins Ohr gesagt hat, was aus dieser Intimität mit Jesus entstanden ist. Und das rufen wir nicht von den Dächern, ja? Das ist nichts für jeden, sondern da muss schon eine Vertrauensbeziehung mit den Menschen da sein. Das sind vielleicht Arbeitskollegen, Klassenkameraden, irgendjemand, der uns kennt, der nachprüfen kann, das, was der sagt, das passt zu seinem Leben. Das ist authentisch, sagt man heute, ja? Ist ein Modewort, aber es heißt einfach, es passt zusammen. Er spielt kein Theater. Das, was er sagt, das ist er auch. Und wenn er sagt, okay, ich hatte tatsächlich furchtbar Angst, mich mit diesem Virus anzustecken. Und jetzt wundere ich mich, warum ich mich immer noch nicht angesteckt habe. Der auch sagen kann, eigentlich sollte ich als Christ wissen, dass Gott Tod und Leben in der Hand hat. Und ich habe mich selber überrascht, dass ich trotzdem Angst hatte vor diesem doofen Virus. Kann man sagen, was machen die, die Angst haben und diese Angst nicht zugeben können, weil sie keine Vergebung kennen, weil sie keinen Gott haben, der ihnen immer wieder neue Zugänge zum Leben schenkt. Dieses Weitersagen der Botschaft auf den Dächern. Noch eine Beobachtung aus dem Islam. Ja? Sie wissen, das heilige Buch der Muslime, der Koran, da ist in dem ganzen Buch, stellt Gott eine einzige Frage. Es geht dauernd darum, sprich, bezeuge, sprich, sprich, bezeuge. Das ist der Koran. Das ist für die Muslime. Wie ist das bei Christen? Von den ersten Seiten der Bibel an stellt Gott Fragen. Adam, wo bist du? Wusste er nicht, wo Adam ist? Ich habe dann mal nachgezählt und kam im Matthäus-Evangelium auf 148 Fragen, davon 82 von Jesus selber. Im Markus-Evangelium auch einfach furchtbar viele Fragen. Der, der alles weiß, stellt Fragen. Und da habe ich verstanden, Antworten sind muslimisch, Fragen sind christlich. Aber wir denken, wir müssten zum Zeugnis geben, die Menschen zutexten mit unserer Frömmigkeit. Das müssen wir nicht, aber wir können Fragen stellen, die Menschen zum Nachdenken bringen. Wir hatten diese Sache mit den Prinzipien. Wie kommt es, dass Menschen nicht das tun, an was sie zutiefst glauben? Ja, also jemand spricht mit ihnen über diese Priester, die Kinder misshandelt haben, und da kann man natürlich in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, wie schlimm ist das? Man kann aber auch die Frage stellen, ja, was denkst du, wie kommt das, dass Menschen, die hohe Ideale haben, diesen Ideal nicht nachkommen? Woher kommt das? Wie magst du das? Kommst du deinen Ideal nach? Ich jedenfalls nicht. Und dieser Priester, der Kinder misshandelt, der ist vielleicht graduell ein bisschen schlimmer als ich, aber es ist nur graduell. Es ist ein bisschen schlimmer als du, aber eben nur graduell. Das Problem ist das gleiche. Wir haben immer Prinzipien, die höher sind als wir selber.
Und da brauchen wir Vergebung. Also ich glaube, dass es darum geht, bei dem, was wir hören in unser Ohr, und dann hören wir wahrscheinlich häufig auch Fragen von Gott, wie er mich fragt, diese Fragen weiterzugeben. Ich weiß noch, so als ganz junger Christ, ja, dachte ich immer, das lernt man ja, also du musst dich zu deinem Glauben bekennen und musst Zeugnis geben. Und wenn ich dann irgendwo im Zug fuhr, dann habe ich immer gebetet, so still, Herr, gib mir ein Wort. Mache ich nicht mehr. Ich bete immer noch, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die ich nicht kenne, aber ich bete dann, Herr, gib mir eine Frage. Ja? Eine Frage, die weiterführt. Ich kann ein Beispiel nennen, ja, also die Araber, die sind alle Fußball versessen, also ist jetzt pauschal gesagt, ja, also alle, es sind ja nur 99%, aber ich sage trotzdem alle. Und ich selber habe eben von Fußball keine Ahnung. Das heißt, da so ein durchschnittlicher Marokkaner, der kennt sich über die deutsche Nationalmannschaft besser aus als ich. Dann wollen die also immer über Fußball sprechen. Und ich weiß nicht, wie ich über Fußball sprechen soll. Also komme ich auf meinen Trick und stelle eine Frage. Und stelle die Frage, gibt es etwas, was wichtiger ist als gewinnen? Dann kann ich als Nicht-Sportler über Sport sprechen. Und dann kommen Antworten. Und Sie können sich vorstellen, welche Antworten kommen. Was würden Sie sagen? Gibt es etwas, das wichtiger ist als gewinnen? Und was Sie jetzt sagen würden, das ist genau das Gleiche, was Muslime auch sagen. Fair spielen. Sein Bestes geben. Ja? Das sind christliche Werte, denen Menschen nacheifern. Aber sie kommen ja trotzdem nicht hin. Wer spricht denn alles über Fairness und Gerechtigkeit und kann trotzdem selber nicht gerecht sein? Das ist völlig normal. Aber wenn ich diese Frage stelle, dann bringe ich die Menschen zum Nachdenken darüber, wie ist es, wenn du an deine Grenzen kommst? Und das ist eine Erfahrung, die wir doch auch haben. Die Frage nach dem Mut geht nämlich alle Menschen an. Wir sind doch alle Feiglinge. Ja, wir sind stark, wenn wir eine Gruppe sind von Leuten, die mit uns ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Aber sobald wir ein bisschen ausscheren wollen, merken wir, wie schwierig das ist. Und das geht allen so, nicht nur uns Christen. Aber wir haben doch einen, der uns vorangegangen ist und der auch immer wieder sagt, du, ich hab dich lieb, ja. Du hast wieder Mist gebaut, aber ich hab dich lieb. Mich haben letzthin Jugendliche gefragt, also was ich in meiner langen Erfahrung als Missionar, ja, was ich da gelernt habe. Wichtigste Lektion. Und ich sagte, die wichtigste Lektion ist, nimm dich nicht so wichtig. Das habe ich gelernt. Das heißt, nimm deine Gaben nicht so wichtig, aber auch deine Fehler nicht. Denn Gott ist größer als das. Und so können wir mit Angst umgehen. Denn ich weiß, wenn ich in der Angst die Angst überwinde, ist es gut. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist Jesus. Wenn ich in der Angst tatsächlich den Feigling mache, ist es auch nicht so wichtig, denn Gott kann immer noch mit mir weitermachen. Ich möchte euch bitten, jetzt am Ende dieses Gottesdienstes, dass ihr euch gegenseitig diese Frage stellt. Ja? Was hast du davon, Christ zu sein? Was bringt's dir? Ja? Stellt euch diese Frage und dann antwortet auch, ich bin gerne Christ, weil. Und ich freue mich, Christ zu sein, weil. Und der Satz, der dann rauskommt, der steht nicht im Katechismus. Aber ich kann garantieren, das ist ein Satz, mit dem auch Menschen, die Jesus nicht kennen, was anfangen können. Weil das von unserem Leben kommt. Also stellt euch diese Frage. Was hast du davon, Christ zu sein? Was bringt's? Ich spreche gar nicht drüber, muss immer alles was bringen, ja?
Aber ich möchte, dass wir lernen, so von Jesus zu sprechen, dass andere es verstehen. Ich bin froh, Christ zu sein, weil ich jeden Tag neu anfangen kann. Vielen Dank.